Das Café Soleil steht vor dem Wiederaufbau. Vor 6 Wochen ist der Verkaufswagen im Northampton Park abgebrannt. Es war ein großer Schock für die Betreiber Hanno Königs und Gerhild Vietze. Es ist, wie sie schon sagt, es ist eine Katastrophe. Ne? Also wir fangen immer noch 10-mal am Tag an zu heulen. In der Nacht vom 6. auf den 7. Dezember legten Unbekannte absichtlich Feuer. Hanno und Gerhild haben damals schon mit dem Gedanken gespielt, den Wagen wieder neu aufzubauen. Wir haben also schon beschlossen, wir fangen nochmal von vorne an. Ne? Wir bauen einen neuen. Ne? Aber vielleicht sogar den wieder auf. Mal gucken. Ja, wenn es irgendwie möglich ist, ja. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass die Stahlträger des Wagens kaum beschädigt wurden. Daher kann der alte Wagen wieder aufgebaut werden. Die Betreiber wurden von vielen Marburgern unterstützt. Bei einer Online-Spendenaktion sind 3.950 Euro zusammengekommen. Auf einem weiteren Sparkonto wurde zusätzlich Geld gesammelt. Damit steht dem Wiederaufbau nichts mehr im Wege.